Und Go. Dies ist die neue Profitec Go oder Pro 100, wenn man bei der Serie bleiben würde. Wir hatten eben schon mal an, ich habe sie jetzt wieder angemacht. Sie startet bei 46 Grad, das ist entsprechend gefuscht. Wir hatten sie nur eben schon an für Tests. Und jetzt lasse ich die im Hintergrund aufwärmen, die neue Pro 100, und zeige euch vorne eine Maschine, die wir auch zusammen aufschrauben. Es wird die Maschine in bunten Farben geben, wie ihr hier schon sehen könnt. Gelb, Rot, Blau und natürlich das Matt-Schwarz von Profitec. Gibt es ja ein paar mehr Maschinen, auch die Pro 300 bekommt in der Farbe. Sie heizt auf hinten im Hintergrund, wir können sie aber jetzt noch nicht richtig benutzen. Währenddessen zeige ich euch die Maschine hier vorne auf meinem Tisch. Hier habe ich die anthrazitfarbene oder schwarz-matt Pro 100. Immer dabei ist ein Siebträger, da drin haben wir dann das Zweiersiebchen, noch dabei ein Einersieb und ein Blindsieb. Ein Temper und ein Bürstchen ist auch dabei. Das ist jetzt mal so Grundzubehör. In der Maschine verbaut ist eine Kesseleinheit in dieser Art. Ist eine Ringbrühgruppe, aber mit einem E61 Aufnahme. Das heißt, dieser Siebträger hier ist ein professionelles Maß. Auf jeden Fall 58 passt in jede E61 Brühgruppe und ist bei uns schon immer so die unterste Maschinenbaureihe, die wir verkaufen. Wir haben früher auch kleinere verkauft, aber die sind dann mit noch kleineren Kesseln gebaut, kleineren Siebträgern. Da steht manchmal nachher die Schwierigkeit, die Maschinen wieder zu reparieren und dann sind die auch ein bisschen komplizierter, weil sie alle ein bisschen kleiner gebaut sind. Die hier ist eigentlich ein echt problemloses System. Gibt es immer schon das System so in der Art und Weise, wie Sie es hier jetzt sehen. Und wird von ECM früher mit der Casa verbaut, jetzt in der Pro 100. Und das Neue bei der Pro 100 ist, dass sie eine PID hat und das ist halt auch das Besondere. Die PID ermöglicht euch, die Temperaturen noch genauer zu justieren und ihr könnt sowohl die Brühtemperatur nachjustieren, 92 Grad, 93, 94, 95, je nachdem, was für eine Art an Kaffee ihr macht. Da gibt es verschiedene Empfehlungen von den Röstern zu. Und darüber hinaus habt ihr die Möglichkeit, einen Shot-Timer zu haben. Das heißt, ihr seht, wie lange der Kaffee läuft. Aber noch wichtiger, und das ist das, was eigentlich bei Zweikreisern immer fehlt und auch bei dieser Maschine, wenn ihr damit Milch aufschäumt, dann überhitzt ihr die Maschine. Das machen wir gleich und das zeige ich euch. Und ihr habt immer keine Ahnung, ist die Maschine noch viel zu heiß, um wieder Kaffee zu machen oder ist sie jetzt eigentlich gut in der Temperatur? Und das hilft total, hier diese PID zu haben. Vorab fangen wir aber mal einmal an und ich zeige euch, wie sie von innen aussieht. Ich habe sie jetzt noch nicht richtig vorbereitet, aber wir nehmen sie mal eben das Zubehör ab und den Wassertank raus. Und legen das beiseite. Schrauben die von oben auf. Das ist alles zu machen, das habe ich mir schon angeguckt, mit einem 2,5er Imbus. Das bedeutet, wir müssen hier oben 6 Schrauben rausnehmen. Und dann haben wir den Deckel ab und können von oben reingucken. Letztlich ist es eine sehr problemlose Maschine und da dürfte gar nicht viel dran sein über die Jahre. Manchmal sind es die Pumpen irgendwann bei älteren Maschinen. Die schaltet ja nicht ab, wenn der Wassertank leer ist und dadurch kann es dann passieren, dass hier hin und wieder mal Luft saugt und das sollte man nicht zu viel machen, weil das die Pumpen nicht so gut vertragen. Aber da ist es bei den ECM Casa und auch hier bei der Profitec schon so, dass sie nach unten ansaugt, wodurch nicht viel Luft weggesaugt werden muss. Also wenn man eine neue Maschine anmacht, hat man normalerweise bei vielen Maschinen so einen 40 cm Silikonschlauch, der voll Luft ist. Und wenn man den erst leer pumpen muss, da tut sich eine Pumpe manchmal schwer mit. So, wir können schon von oben reingucken. Ihr seht die Kesseleinheit hier. Hier ist das Überdruckventil, an dem kann man nochmal justieren, wie viel Pumpendruck man nachher haben möchte. Voreingestellt ist das Ganze so zwischen 9 und 10 und ihr könnt das Blindsieb mit dem Siebträger unten einsetzen, Druck aufbauen und dann mit einem großen Schraubenzieher oder Löffel hier oben ein wenig hin und her justieren und seht dann hier unten auf der Druckanzeige an der Maschine nachher den wirklichen Pumpendruck. Unsere hinten ist so auf 9,5 eingestellt, aber das kann man einstellen, wie man möchte. Jetzt habe ich die von vorne aufgeschraubt oder von oben, das waren diese 6 Schrauben. Wir machen jetzt noch von hinten 6 Schrauben auf und auch diese sind alle identisch. Ich kann es euch mal zur Seite drehen. Das sind alles identische 2,5er. Und damit ist die Maschine echt easy aufschraubbar. Sehr schön hinten die Einprägung Profitec in der Rückwand. Schrauben sind von außen aufgesetzt und sieht schon schick aus. So, unsere Maschine ist sogar schon auf Temperatur.
Normalerweise braucht sie 5 bis 7 Minuten. Da wir sie aber heute Morgen schon mal anhatten, ging das jetzt etwas schneller. Sie ist schon bei 40 oder 43, glaube ich, gestartet und nicht bei Raumtemperatur. Entsprechend ist unsere Maschine etwas schneller bereit. So, die Rückwand kann man jetzt rausnehmen und reinschauen. Und da können wir dann, dieses Teil kann auch noch ausgebaut werden, das machen wir auch eben. Dafür legen wir die Maschine auf die Front, da muss man sehr vorsichtig sein. So, und jetzt können wir hier unten noch die Brücke quasi rausnehmen, auf der der Wassertank steht. Und auch dies ist wieder identisch von der Schraube. Alles der gleiche 2,5er Schraubenschlüssel. Das ist was ECM in den letzten Jahren bei Profitec und bei ECM immer sauberer so löst, dass man da immer besser drankommt an die ganzen Dinge. So, jetzt stellen wir sie wieder hin. Ich muss noch eine Sache ausnehmen, und zwar den Wassertank stutzen. Da wird der Wassertank angeschlossen und dann können wir auch diese Brückeneinheit rausnehmen und beiseite legen. Ich drehe es euch mal ins Licht. So, wir haben hier eine Pumpe verbaut, hier unten. Interessanter ist, hier ist die PID. Und hier ist ein Relais und das ist das, was die Heizung wiederum steuert und damit die Kraft von der Heizung nimmt. Hier seht ihr ein Überdruckventil auch, das ist ein Magnetventil, was am Ende öffnet. In dem Moment, wenn ihr fertig seid mit dem Espresso-Bezug, öffnet dieses und lässt den Druck, der noch auf dem Kaffee herrscht, ab. Genau, hier haben wir dieses Ventil, was ich euch eben schon gezeigt habe, damit könnt ihr den Pumpendruck verstellen. Die Pumpe selber baut einen Druck auf von 16, 18 Bar. Aber alles, was über einen gewissen Druck hinausgeht, wird hier wieder zurück in den Wassertank geführt. Das wird hier einfach zurückgeführt in den Wassertank unten. Da ist der Wassertank angeschlossen an dem Teil. Und eigentlich ein ganz einfacher Aufbau. Man kommt gut dran an die ganze Maschine. Genau. Hier oben habt ihr die PID, hier wird die Temperatur gemessen. Hier sind die ganzen Schalter, die man kennt. Und hier ist natürlich noch der Dampf. Auch da sieht man so ein bisschen dieses Röhrchen, was sich hier biegt. Das ist der Grund, warum am Anfang immer ein bisschen Wasser auch mit in dem Dampf ist. Und beim Zweikreiser geht natürlich hier oben der Dampf ab, aber der Kessel ist voll. Beim Einkreiser ist das natürlich der Nachteil, dass hier oben der Kessel bis oben gefüllt ist und ihr dadurch ein bisschen Wasser ablassen müsst. Das sehen wir gleich, das machen wir gleich zusammen, wenn wir Kaffee machen. Ja, zeige ich es euch mal an der Maschine, die ja jetzt bereit ist. Ich habe hier schon auf der Messe gesehen, was Profitec da noch so vorhat. Das werde ich euch hoffentlich mit dem nächsten Video von der Pro 600 zeigen. Es werden noch neue Siebträger kommen, in Betonoptik, in verschiedener Holzoptik und dann können die entsprechend angepasst genutzt werden. Hier könnte es auch, ich habe es auf der Messe gesehen, ich hoffe, es kommt in Serie, ein Betondrehrad passend zu einem Betonsiebträger. Sah toll aus. Vielleicht klappt das Ganze und die bringen es wirklich so auf den Markt. Ich hoffe es doch. Auch neu in unserem Video heute, zufällig, weil es letzte Woche gekommen ist, ist eine Profitec Schublade in Schwarz und ein Profitec Tamping Station. Ist der ECM Tamping Station sehr ähnlich, aber auch in Schwarz. Ich würde jetzt mit euch zusammen einen Kaffee machen. Da habe ich heute unseren Bohnenschatz in der Mühle, das ist unsere Hausmarke, in dem Fall ein 100% Arabica, der hat nicht ganz so viel Crema. Ist aber nicht ganz so kräftig wie unsere anderen Sorten. Kann man ein bisschen mehr von trinken und den habe ich in letzter Zeit auch viel zu Hause. Hier haben wir jetzt, wie gesagt, die Maschine bereit. Ihr seht die PID, die pendelt jetzt hier zwischen 93 und 94. Ich zeige euch, wie man die verstellen kann. Man drückt beide Tasten, dann habe ich Temperatur. Da kann ich reingehen und das Ganze einstellen. Machen wir mal auf 93, jetzt lassen wir es los. Dann geht es in die anderen Funktionen, Steam. Auch da kann ich einstellen, ob die 100 Grad oder 140. Da kann ich dazwischen einstellen, wo ich den Dampf haben möchte. Zeige ich euch gleich beim Aufschäumen, was da sinnvoll ist. Und genau, das sind die Möglichkeiten, die ich hier verstellen kann. Und ich kann noch einen Eco-Mode einstellen, was natürlich sehr toll ist, auch bei so einer kleinen Maschine. Wenn man die morgens vergisst, kann man ja sagen, nach 60 Minuten schalte ich einfach wieder ab. Und eine Clean-Funktion habe ich auch noch. Das heißt, ich kann hier einstellen, erinnere mich jeden 30., 40. Kaffee daran, dass ich die Brühgruppe reinigen wollte. Wenn ich das Ganze auf 0 stelle, dann kann ich, wenn ich es auf 0 weggestellt habe, dann nervt er mich damit nicht. Dann lasse ich es und dann muss ich das selber lösen, wie ich das mache. Ja, machen wir zusammen einen Kaffee. Ich habe 2 Gläser hier oben drauf stehen. Ich mache 2 kleine Cortado, also mit ein bisschen Milchschaum. In dem Fall habe ich heute Hafermilch.
Montags war im Kühlschrank wieder keine andere Milch zu finden und wir trinken hier sehr viel Hafermilch mittlerweile. Ist aber schwieriger damit zu schäumen, muss man einfach sagen. Aber das machen wir jetzt trotzdem. So, ich habe die Maschine vorbereitet, die ist heiß. Wenn die Maschine morgens angemacht wurde, macht es Sinn, nachdem sie das erste Mal die Temperatur erreicht hat, einmal Wasser laufen zu lassen. Ihr seht jetzt auch direkt den Timer, der läuft. Es läuft Wasser durch den Siebträger unten. Wenn ihr die Maschine ordentlich gereinigt habt beim letzten Mal, sieht das auch so sauber aus wie hier. Das waren jetzt natürlich nur 7 Sekunden, aber ihr seht, sofort ist die Temperatur gefallen, weil ja kaltes Wasser nachgezogen wurde hinten. Aber ihr habt halt Temperatur in den Siebträger gebracht, der ja außen an der Maschine anhängt und entsprechend noch nicht so heiß war, wie die Maschine vielleicht ist. Nach 5 bis 7 Minuten ist die Maschine soweit, aber der Siebträger ist dann noch nicht richtig warm. Das gleiche gilt für die Tassen oder Gläser obendrauf. Die kann man theoretisch hier drüber erwärmen, also wenn ich den öffne, während ich die Pumpe anmache, kommt hier auch Wasser raus. Aber das kommt dann auch unten raus, ne? Das ginge so, dann ist es aber auf jeden Fall sauberer hier, wenn ihr das möchtet. Oder ihr könnt es natürlich hier erwärmen. Sie hat da keinen extra Wasserauslass, das machen andere Maschinen dann nochmal anders. Und mit dem extra Wasserauslass habe ich natürlich noch mehr Möglichkeiten, das Ganze abzulassen. Ich zeige euch noch eins, wenn ich die Maschine hier unten öffne, geht die Schublade weiter nach hinten und ihr seht dieses Loch und über da ist der, wird der, das Wasser von hinten eingeführt und zwar das, was über ist. Also entweder, weil der Druck zu hoch ist oder das Wasser, welches nach dem Brühen und das Magnetventil, wenn das öffnet, dann wird das nochmal nach hinten abgegeben, damit ihr den sofort rausnehmen könnt nach dem Kaffee machen, ohne dass euch das Wasser daher spritzt, weil noch der Restdruck da ist. Legen wir mal los. Ich habe heute hier eine Mühle. Es gibt auch von Profitec eine passende Mühle. Die ist dann eigentlich etwas eckiger, als die ich hier habe in der Farbe. Die habe ich aber gerade nicht da, aber ich hatte noch eine, die auf das Schwarz sehr gut passt und habe ich eine C54 in Schwarz matt genommen. Die gibt es aber eigentlich auch nicht. Die gibt es sonst nur in Anthrazit. So, ich hoffe, die Einstellung hat geklappt, die ich heute Morgen gewählt hatte. Bestimme ich ein bisschen nach Augenmaß, kontrolliere das mit dem Distributor, den ich hier habe. Wenn ich den jetzt hier, der ist eingestellt von der Höhe, und wenn ich den jetzt schon halbwegs fest habe und der eingetaucht ist, dann weiß ich, dass es so eingestellt ist, dass es gegen die Brühgruppe nicht zu sehr gegenstößt. Weil ich glaube, dass ich einen Ticken viel habe, aber es wird funktionieren. So. Und da gibt es halt verschiedene Wege mit verschiedenen Werkzeugen, um diese Menge zu bestimmen und man kann es natürlich auch auswiegen. So, Maschine ist an, 93 Grad. Jetzt gehen wir und machen Kaffee und ihr seht, hier läuft sofort der Shot-Timer los und auf der anderen Seite wird der Druck angezeigt. 4 Bar, 6 Bar geht's los, dann geht er hoch bis ja, 9, wie eben erwähnt, auf 9 ist hier ungefähr eingestellt. Das könnte man jetzt höher stellen oben, wenn man wollte. Und ihr beobachtet einfach die Laufzeit, 22, 23, da gibt es verschiedene Verhältnisse, die man erreichen möchte. So 25 bis 27, 28 Sekunden ist das, wo man hin möchte. Damit sind die beiden Espresso schon mal fertig. Und jetzt machen wir Milch dazu. Da legen wir die Temperatur um, das heißt, wir springen hier auf Steam, es zeigt dann eine Steam-Funktion an, springt auf die wirkliche Kesseltemperatur, nicht mehr auf die Brühgruppentemperatur und heizt los. Da müssen wir jetzt gucken, wo sie hingeht. Die geht bis maximal, das konnten wir eben einstellen, 140 Grad waren das, glaube ich, ja. Aber ihr müsst gar nicht, wenn ihr nicht viel Milch aufschäumt, nicht bis 140 hochheizen, sondern ihr könntet das eher angehen. Sobald wir über 100 sind, habe ich Druck im Kessel und da kommt erstmal Wasser. Das ist das Wasser, was oben im Kessel ist, das muss so weg. Das will ich nachher nicht in der Milch haben. Das kann ich hier in die Schublade abgeben oder in den Extrabehälter. So, jetzt ist es langsam Dampf. Bin ich das schon mal los und muss das auch nicht mit aufheizen. Das ist jetzt auch weniger, was ich dafür hochheizen muss. So, machen wir hier mal einmal wieder sauber. Deswegen ist es eigentlich besser, ihr habt ein extra Milchkännchen oder sowas, wo ihr das hinpackt. 122 Grad. Es würde reichen, wenn man so gegen 130 oder sowas, um loszulegen zum Aufschäumen. Wenn ihr die Maschine auf 140 hochheizen lasst, nur eine kleine Menge Milch aufschäumt,
dann ist die Maschine danach recht lang zu heiß, um wieder Kaffee zu machen. Aber dann haben wir jetzt 128 Grad. So, noch einmal ein bisschen Kondenswasser weg. Und jetzt gehen wir zum Aufschäumen. Leicht schräg in die Milch. Ganz knapp unter die Oberfläche. Gas geben. Das Geräusch wollen wir gerade nicht, sondern das muss dieses ruhigere sein. Und dann versuchen wir, das cremig aufzuschäumen. Ihr seht, da ist ordentlich Wirbel in der Kanne und das ist gar kein Problem. Und sie ist auch schon soweit. Milch ist heiß. So, ganz schnell Steam-Temperatur zurückschalten, damit das Ganze nicht zu heiß ist. Und ihr seht aber jetzt, es sind 118 Grad trotz allem noch. Das ist natürlich für einen Kaffee viel zu heiß, um jetzt wieder einen Kaffee zu machen. Ich mache erstmal unseren Kaffee fertig, sonst kriege ich den gleich nicht mehr eingegossen. Oh, ein Cortado. Oh, sogar. Für einen Hafermilchschaum doch ganz ordentlich was möglich. Temperatur, wie gesagt, zu heiß. Jetzt müsst ihr aber den Kessel nachfüllen. Das Wasser, was ich eben in die Schale geschossen habe, muss wieder nachgefüllt werden. Das bedeutet, am besten den Siebträger rausnehmen oder zumindest sauber machen. So, machen wir gleich. Und Wasser laufen lassen. Und ihr seht, es schießt da raus. Ne? Es ist noch richtig Dampf im Kessel und Luft. Und da müsst ihr pumpen. Dann pumpt ihr kaltes Wasser von hinten in den Kessel. Da könnt ihr auch ein Gefäß drunter stellen oder so. Da könnt ihr auch eine halbe Stunde warten und das nach abkühlen lassen. Aber es fehlt hier auch an Wasser. Das muss unbedingt nachgefüllt werden. So, bis sie sich jetzt beruhigt. Und dann, ihr seht, es macht schon Sinn, ein Gefäß zu nehmen. Sind wir aber auch in der Temperatur wieder gut. Das ist das, was ganz schwierig ist, wenn so eine Maschine keine PID hat. Wenn die Maschine keine Anzeige hat, um euch zu zeigen, ist das jetzt immer noch viel zu heiß oder habe ich so lange laufen lassen, dass es jetzt viel zu kühl ist, wann kann ich mit dem nächsten Kaffee weitermachen? Und ihr seht, er ist wieder bei 92. Ich glaube, wir hatten eben 93 eingestellt. Da wird sie sich jetzt wieder hinarbeiten und hinpendeln. Das bedeutet, wir könnten in dem Fall, weil wir sie gerade nicht zu hoch geheizt haben und die Maschine auch gerade erst an war und nicht schon seit 4 Stunden läuft, ziemlich schnell den nächsten Kaffee machen. Ansonsten muss man mit einem Einkreiser das halt immer auspendeln. Und das ist der Grund, warum wir in diesem Fall sagen, das ist ein Einkreiser in der kleinen Klasse, die wir sonst wenig verkauft haben, wo es Sinn macht, mitzuarbeiten und auch Spaß macht, mitzuarbeiten. Weil gerade die Temperatur, die ihr immer im Blick habt und darüber noch den Shot-Timer in der Preisklasse, das ist einfach das, was die Casa früher nicht konnte, die ähnlich teuer ist von ECM. Wir hatten früher noch eine Isomag Venus, die hat zum Beispiel auch mit genau diesem Kessel gearbeitet von der Technik her. Aber auch nicht den Möglichkeiten, die die Maschine jetzt bietet. Und neben Design, ein bisschen schmaler ist sie auch noch, hat man halt all diese Möglichkeiten bei schon einer sehr kleinen Maschine. Die Vorteile, nur 5 bis 7 Minuten, bis ich einen Kaffee beziehen kann und nicht wie bei einer großen E61-Maschine, wo es 15, 20 Minuten dauert, je nach Maschine auch 25, 30, je nachdem, was man für ein Boilersystem dahinter hat und Kesselsystem. Und das geht hier einfach schick. Klein, kompakt, schnell. Und wer sagt, ich mache hauptsächlich Kaffee, Espresso und ich möchte gar nicht so viel Milch aufschäumen, sondern nur hin und wieder mal, ist es sowieso perfekt. Aber man kommt auch damit klar mit den Temperaturen, weil sie einem angezeigt werden. Und das macht es viel einfacher bei der Maschine. Ja, bei uns erhältlich, jetzt gerade, seit gestern auch in den 3 Farben zu sehen. Ich habe aber erstmal nur eine von jeder bekommen. Die schwarze haben wir schon in größerer Stückzahl auf Lager und auch schon etwas länger. Auch noch passende Mühlen, jetzt auch Schublade und die Temping Station von Profitec. Die ist, ich denke, das ist Aluminium eloxiert. Sieht sehr edel aus. Ein Ticken anders als die Schublade, die wahrscheinlich pulverbeschichtet ist oder lackiert. Aber sehr schicke Zubehörteile. Den Temper gibt es ja schon länger von Profitec. Und auch den habe ich gesehen auf der Messe mit einem Betongriff oben, passend zu dem Siebträger, den man mit einem Betongriff haben konnte. Das sah schon ziemlich cool aus. Da wird sich zeigen, was da noch kommt. Wenn die Sachen da sind, mache ich mit dem ein Video zur Pro 600. Dann stellen wir die ganzen Sachen vor, das sollte demnächst kommen. Ja, ab sofort bei uns verfügbar. Unter dem Video findet ihr noch ein paar Links, damit kommt ihr auf die Webseite, wo sie auch zu sehen ist, mit noch ein paar mehr Informationen zu Kesselgrößen, Tankgrößen und diesen ganzen weiteren Dingen. Bei uns in Köln immer mit Werkstatt, ganz wichtig, auch kleine Maschinen brauchen mal eine Werkstatt. Wenn ihr die ordentlich pflegt und da hin und wieder mal, mit hin und wieder meine ich, je nach Kaffeebedarf, also wenn ihr jeden Tag da 30 Kaffee trinkt, dann ist hin und wieder mal alle 2 Monate.
Wenn ihr aber nur Sonntagskaffee trinkt, dann ist hin und wieder mal auch alles dreiviertel Jahr so eine Maschine entkalkt. Dann geht bei so einer Maschine gar nicht so viel kaputt. Und ansonsten sind wir da und dann wird sie bei uns repariert. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Weitere Videos findet ihr unten. Danke!